Der Theaterpodcast im Foyer. Es ist der 14. März 2021 und damit herzlich willkommen zu Kaffee oder Tee, der Theaterpodcast im Foyer, eurem Podcast aus dem Theater am Schlachthof. Hallo Maren! Hi Eddie! Na, alles gut? Ja, sicher. Wenn ich hier bin und dich sehe und meinen Kaffee habe, was soll da noch schief gehen? Was soll noch schief gehen? Ich würde sagen, es fehlt trotzdem noch was. Also ich bin ja froh, wenn ich dir schon genüge, aber das ist, glaube ich, nicht ganz der Fall. Ja, das stimmt. Also mein Kaffee ist wirklich sehr schön, aber... Ja. Wir haben auch noch einen Gast heute. Apropos schön. Schön, genau. Schön. Weißt du, wer heute da ist? Sag nicht, es ist die schöne Julia. Es ist die schöne Julia. Sie ist Schauspielerin, Theaterpädagogin und sie ist Schöpferin unseres Kaffee- oder Tee-Bildes. Mhm. Es ist Julia Jochmann. Hallo Julia. Hi. Hallo. Wie geht es dir? Ja, mir geht's gut soweit. Ich freue mich, hier zu sein. Das ist schön. Wir freuen uns auch und deswegen wollen wir dich direkt beglücken mit Kaffee oder Tee. Ja, ich hätte gerne einen Kaffee mit Hafermilch. Das ist, glaube ich, drin, oder? Das kriegen wir ja hin. Ja, das mache ich dir. Perfekt. Mach ich dir. Und in der Zeit? Das Tass. Freundebuch. Julia, es geht los. Voller Name. Julia Jochmann, total langweilig. Geboren in? Warendorf. Bei Münster, richtig? Genau, bei Münster, ja. Wer das nicht kennt. Also Münster. Wohnhaft in? Düsseldorf. Berufswunsch als Kind? Eine sehr lange Zeit während der Grundschule wollte ich Zeichnerin bei Walt Disney werden. Meine Traumrolle in Film, TV und Theater? Ja, ich glaube, ich habe gar nicht so eine Rolle an sich, aber es gibt so zwei Sachen, die ich unglaublich gerne mal machen würde. Das eine ist, ich würde so gerne in einem Muppet-Film mitspielen, mit den Muppets. Ich bin ein bisschen verliebt in Kermit den Frosch. Verständlich. Und eine Rolle bei den drei Fragezeichen, das wäre auch mal cool. Irgendeine oder? Irgendeine. Okay. Vielleicht eine, jemand, der viel mit Bob zu tun hat. Ich bin ein großer Fan von Bob. Lieblingskünstler? Ich denke, schauspielerisch würde ich sagen, wenn ich an Schauspieler denke, ist eine der ersten, die mir einfällt, tatsächlich Julia Roberts. Ich finde, bei ihr wirkt immer alles so leicht und natürlich hat sie das schönste Lächeln der Welt. Lieblingssong? Ich mag im Moment Du und ich von Philipp Poisel. Poisel, glaube ich. Poisel, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Poisel, meine ich. Le Poisel, ich weiß es nicht. Philipp Poisel. Und ich mag auch Meine Soldaten von Maxim, also so deutsche Singer-Songwriter-Sachen finde ich ganz cool. Meine beste Eigenschaft? Ich bin sehr empathisch, würde ich sagen. Damit macht man mir eine Freude. Veganes Essen. Dafür haben wir die Hafermilch. Ja. Sehr gut. Yes. Deswegen freue ich mich auch so. Das mache ich, wenn ich nicht auf der Bühne bin. Schlafen. Viel. und ich habe angefangen, wieder zu malen und zu zeichnen. Das mache ich sehr viel im Moment. Das macht sehr viel Spaß. Das schätzen meine Kollegen an mir. Ich glaube, dass ich in Probenzeiten sehr unterstützend sein kann, auch privat. Also ich glaube, da kommt die Empathie ein bisschen zugute, dass ich Leuten unter die Arme greifen kann. Lieblingswortspiel mit Tass. Also mal schauen, ob ihr den versteht. Der ist vielleicht überhaupt nicht so witzig, wie er in meinem Kopf klingt. Oh und Gott, zwar, ich bin so gespannt. Schatz, deck doch schon mal den Tisch. Das Essen ist gleich fertig. Das ist ja ein Fantastisch. Ja? Ja, gut, ja. Sehe ich ein. Mein schönster Tass-Moment. Auch viele. Aber einer, wo ich mich ganz besonders noch dran erinnere, ist der Moment, wo ich mein erstes Stück hier gespielt habe, das war Heidi, und Markus André zu mir kam und mich gefragt hat, ob ich im nächsten Kinderstück dabei sein möchte, weil es sich dann so angefühlt hat wie Ankommen. So, das war einer meiner schönsten Momente. Super.
total cool. Ja, angekommen bist du ja hier auch und wir werden natürlich nachher auch noch über das Kindertheater sprechen, wie du dir wahrscheinlich überhaupt noch gar nicht gedacht hast, dass wir da mit dir drüber sprechen wollen. Wenn du uns vorher ein bisschen erzählen kannst, wie es überhaupt mit dir und der Schauspielerei und dann quasi zum TAS gekommen ist. Ich war 14, als ich Starlight Express gesehen habe mit der Schulklasse und mir damals dachte, oh mein Gott, es gibt Menschen, die auf die Bühne dürfen, die sowas machen können. Das möchte ich auch machen. Ich habe das aber irgendwie nie ausgesprochen, weil das so utopisch war einfach. Und ich hatte dann aber das große, große Glück, am Oberstufenkolleg in Bielefeld mein Abitur zu machen. Und mein Musiklehrer, der Dr. Albrecht Stoll, den ich an dieser Stelle auch einmal herzlich grüßen möchte, dem habe ich viel zu verdanken, der hat in Bielefeld ein eigenes Theater, das Mobile Theater Bielefeld. Und über den Musikunterricht in der Schule haben wir halt ganz viele Musicals gemacht, die wir dort dann aufgeführt haben. Und dann durfte ich auch so ein, zwei Stück in seinem Ensemble mitspielen und so bin ich dazu gekommen, dass es irgendwie realistischer wurde. Und dann habe ich den Weg eingeschlagen. Die Rollschuhe hast du aber weggelassen. Ja, ich war noch nie bei einem Casting für Starlight Express, aus gutem Grund. Du hast dann tatsächlich Schauspiel studiert und bist dann am TAS gelandet. Genau. Wie bist du aufs TAS aufmerksam geworden, beziehungsweise wie ist das TAS auf dich aufmerksam geworden? Ich bin auf das TAS aufmerksam geworden durch einen Kollegen, mit dem ich damals 2008 auf Tournee war. Und der hat mir vom TAS erzählt und dass er hier spielt. Und dann dachte ich, huch, das hört sich sehr nett an. Also bewerbe ich mich einfach mal blind. So. Und dann habe ich tatsächlich zwei Bewerbungen geschrieben. Die erste, also Markus André hat auch immer sehr, sehr nett geantwortet und nach der ersten Bewerbung hat er halt gesagt, ja, schöne Bewerbung, aber wir haben gerade nichts. Und dann habe ich zum richtigen Zeitpunkt eine zweite Bewerbung geschickt und das war für Heidi, weil der Regisseur, der Heidi gemacht hat, mit dem habe ich schon vorher zusammengearbeitet, der kannte mich und der hat dem Markus dann gesagt, jo, nimm doch die Julia. So stelle ich mir das, ich stelle mir das so vor, dass er das so gesagt hat, so yo. Das Gespräch ist bestimmt genauso. Mit yo. Yo. Genau. Sehr schön. Und jetzt machst du weiterhin freudig hier ja Kindertheater. Und wir würden gerne von dir auch wissen, warum Kindertheater? Kindertheater ist das Beste. Ich liebe Kindertheater, weil ich dann so viele Sachen, Menschen, Kinder und Tiere sein kann, die man in anderen Stücken nicht sein kann. Also Kindertheater ist so fantasievoll und ich kann mein inneres Kind irgendwie rauslassen. Und Kindertheater ist einfach so fantasievoll. Man sieht viel mehr. Und ich finde, wenn man es genauso ernst nimmt als Schauspieler wie Abendtheater spielen, ist es eine unglaubliche Bereicherung. Gibt es Dinge, die du quasi von den Kindern auch mitnimmst? Ich glaube, manchmal sind es so Sichtweisen, die man mitnehmen kann. Ich bin jedes Mal unglaublich überrascht darüber, wie echt sich Theaterstücke für Kinder anfühlen können. Dass sie einfach alles glauben, was man da sagt und tut und das auch ganz oft nach der Vorstellung nicht von einem trennen können. Das finde ich aber auch schön, weil die einfach ganz oft glauben. Und dann sorgst du für Verwirrung, weil du ja drei Rollen hattest und nur die eine ist nachher noch da. Das passiert auch öfter. Dann werde ich gefragt, wo die andere Rolle ist und dann muss ich mir mal was ausdenken, wo derjenige gerade hingegangen ist. Jetzt bist du natürlich auch in der Theaterpädagogik zu Hause, also machst da ja auch viel. Kommt dir das da zugute, dass du eben auch viel Kindertheater machst oder gibt es da einen Zusammenhang? Ich glaube schon, also es kommt immer auf die Altersgruppe an, mit der ich arbeite. Ich arbeite ja auch mit Grundschülern, da auf jeden Fall, weil die noch eine ganz andere Art haben zu spielen, selber zu spielen und auf der Bühne zu stehen. Die sind so im Moment, während wir als erwachsene Schauspieler ja oft einfach also eher darauf achten, auf Wiederholbarkeiten und technische Sachen wie, wo ist das Licht,
was ist mein Text, und die machen es einfach. Und das ist was, was ich natürlich dann auch für mich immer gerne mitnehmen kann. Und umgekehrt glaube ich, dass ich dadurch thematisch auch nah an Kindern sein kann und das, für was die sich interessieren. So. Schön. Jetzt stehst du ja auch, also nicht nur im Kindertheater auf der Bühne, sondern auch in der einen oder anderen Abendproduktion. Unter anderem hast du einmal eine stumme Rolle übernommen. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, die Waschmaschine warst du aber nicht, oder? Doch, du warst die Waschmaschine. Wir haben es für uns, diese Rolle steht ja so nicht im Text. Das war ja ein dramaturgischer Wie hieß Clou? Die Produktion? Die mittlere Lebenserwartung von Waschmaschinen. Und wir haben es für uns so ein bisschen definiert als Geist der Waschmaschine, tatsächlich. Übrigens eine Produktion, die auch im Ausland gespielt wurde. Also. Das war unglaublich. Wir waren in Brașov in Rumänien. Das war auch einer meiner schönsten TAS-Momente. Tatsächlich. Und dann habt ihr auf Rumänisch gespielt, also die Kollegen, und du hattest Glück, weil du musstest ja nichts machen. Das stimmt. Nein, tatsächlich, interessanterweise haben wir auf Deutsch gespielt mit rumänischen Übertiteln. Es saßen dann Leute da, die das simultan dann sozusagen per Projektor übersetzt haben. Es ist aber auch eine Stadt mit deutscher Geschichte, wo wir gespielt haben, und die Autorin kann auch Deutsch, die das Stück geschrieben hat, ist aber halt in der Stadt auch aufgewachsen, und das war unglaublich. Also es war eine so tolle Erfahrung, weil wir hatten hinterher auch ein Publikumsgespräch. Das war unglaublich gut moderiert von den Leuten, die das dort organisiert haben, und man hat sich an dem Abend auch sehr besonders gefühlt irgendwie. Es gab hinterher noch einen Sektempfang und viele wichtige Leute, die mit einem reden wollten und so. Das war ziemlich cool. Und die Stadt an sich ist wunderschön. Also, ja. Also, Julia kann stumm, Julia kann Kindertheater. Julia kann aber noch viel mehr, wenn man zumindest im Internet glaubt. Ja, oder? Laut Julias Homepage kannst du nämlich Holländisch. Und genau, das Schöne ist ja, dass wir beide uns öfter mal auf Holländisch unterhalten können, weil ich ja in Holland studiert habe. Und wir hatten gedacht, Julia, so einfach zwischendurch würden wir gerne was mit dir singen. Wir nehmen ein holländisches Kinderlied oder ein Kinderlied auf Holländisch, nämlich. Ja. Und damit die Zuhörer auch sich nicht so ganz verloren fühlen, nehmen wir was ihr auch auf Deutsch singen könnte. Aber wir machen es natürlich nicht. Also wir nehmen Pippi Langstrumpf. Ja, perfekt. Ja? Hast du Lust, das mit uns zu singen? Ja, gerne. Dann packt jetzt Maren. Es ist wieder für alle zu Hause ein Hörspiel. Maren packt jetzt ihr Akkordeon aus. Ja, ihr werdet es zu Hause gleich hören. Jetzt klickt es auf. Sie hören jetzt das Geräusch. Das Geräusch, das auch noch? Jetzt weiß ich's. Es ist ein Klavier. Ach nee, Akkordeon. Und dann kann es losgehen. Zweimal drie ist vier, wieder, wieder, wit. En twee is negen. Ik krieg de wereld in, wieder, wieder, naar mijn eigen zin. Hey Pippi Langkous, talla hi, talla hi, talla hopsasa. Hey Pippi Langkous, die doet haar eigen zin. Drie maal drie is vijf, wiedewiede wiel wil van mij leren. Vier min vijf is twee, diddle diddle doe eens met ons mee. Ik heb een huis, een kakelbond geval, een aapje en een paard. Gebruiken het gewoon als stal. Ik heb een huis, afschuwelijk heel verrijs. En Nida die mij mag, die rekent met op onze wijs. Ja, heel leuk. Heel leuk, Julia. Maren, ja? Heb je alles kunnen begrijpen? Alles. Ik heb dat alles kapiert. Zo, sollen we mal wieder zu ernsteren Themen kommen hier? Ja. Ja. Ein etwas nicht so ganz angenehmes Thema, zumindest für uns alle nicht, Julia. Wir würden gerne da nochmal das nicht so ausklammern, sondern da nochmal hingucken, wie es jemandem wie dir geht in einem darstellenden Job und auch mit Kindertheater auch noch gerade und jetzt dieser blöden Corona-Situation. Ja, also ich glaube, wie
alle versucht man ja irgendwie das Beste draus zu machen, aber es ist jetzt in der Tat so, dass ich sagen kann, ich habe jetzt ein Jahr lang nicht mehr auf der Bühne gestanden und ich vermisse es unglaublich. Ich würde alles tun, damit ich das wieder machen kann. Und zwar auch in relativ normalen Verhältnissen. Man arrangiert sich mit Dingen natürlich. Also auch so jetzt im Schauspielunterricht geht man halt auf das Online-Unterrichten. Das ist aber halt einfach nicht dasselbe, weil Schauspielen für mich lebt von Menschen und Begegnungen. Dann lass uns doch mal den Blick so ein bisschen nach vorne werfen. Was steht denn bei dir an? Also an welchen Projekten arbeitest du gerade? Was entwickelt sich gerade? Und genau. Vielleicht auch, wie entwickelt sich was? Weil es ist ja gerade anders. Es gab ja zum einen diese NRW-Projektförderung. Und in dem Rahmen habe ich angefangen zu schreiben. Das heißt, vom Spielen bin ich ins Schreiben gegangen, was auch schön ist, wo ich ja auch schon ein bisschen, sage ich mal, Erfahrung gesammelt habe, weil ich natürlich auch für meine Schauspielschüler immer Sachen schreibe oder so, aber jetzt noch nie so was ganz Eigenes, nur für mich. Dadurch, dass ich jetzt das letzte Jahr angefangen habe zu malen und zu zeichnen und das Ganze auch digital, durfte ich jetzt das allererste Mal auch fürs TAS, für eine neue innovative Produktion, das Titelbild Die malen. Übrigens heute Premiere hat. Richtig. Mhm. Und das Bild ist von mir. Sag mal kurz ruhig den Namen. Alles außer Langeweile, das Zuhausikel. Mit Sabine Wiegand und Franka von Werden. Genau. Regie übrigens Sarah Binias. Genau. Ja. Genau, also Schreiben, Zeichnen, das sind so Dinge, die ich im Moment dann stattdessen tue. Es gibt ja zum Beispiel eine Animationssache, die du angefangen hast, die sogar auf Instagram ist. Und ich bin zum Beispiel ganz persönlich großer Fan. Ich gucke auch immer alle Folgen neu. Ich glaube, Maren auch. Ja. Wir haben es auch abonniert. Vielleicht kannst du darüber was erzählen. Oh ja, ich habe irgendwie aus Langeweile und auch wirklich so privat für mich angefangen, Monster zu malen, so kleine niedliche Monster. Und ich habe gedacht, was wäre denn, wenn verschiedene Monster zusammen in einer WG wohnen würden? Was erleben die so für Dinge im Alltag? Was haben die vielleicht auch Probleme aufgrund ihrer, optischen... Ihres Monster-Daseins. Ja, genau. Monster-Daseins, optischen Erscheinungsbildes. Und dann habe ich ihrer Monstrigkeit. So genau, aufgrund ihrer Monstrigkeit. Und mit dem Zeichenprogramm, mit dem ich jetzt auch angefangen habe zu arbeiten, habe ich dann ausprobiert, wie man so kleine Animationen macht und habe dann Scary Friends, die Monster-WG, entworfen, wo ich versuche auch immer so kleine Folgen online zu stellen. Ja, die sind dann auch immer sehr, sehr lustig und kurzweilig, kurze Sketche machen einem eine kleine Freude am Tag. Wer das schauen möchte, kann das bei Instagram unter Scary Monster WG oder einfach nur Scary Friends, die Monster WG. Scary Friends, die Monster WG und YouTube geht auch. Dasselbe gilt für YouTube. Mhm. Wow. Also Julia, du hast eben erzählt, dass du auch ins Schreiben gekommen bist. Genau, und, ja. Wir wissen, dass du schreibst und spielst und vielleicht darfst du uns ein kleines Sneak Preview geben auf was sobald es möglich ist, vielleicht sogar auch hier am TAS passieren wird. Ja, tatsächlich habe ich jetzt angefangen, auch für das TAS etwas zu schreiben. Und zwar ein Kinderstück, was mir ja zugutekommt, wo ich dann eventuell auch selber spielen darf. Und zwar wollen wir eine Version der Geschichte von Rapunzel auf die Bühne bringen, wenn Corona es irgendwann zulässt. Und dafür habe ich jetzt angefangen zu schreiben. Und ansonsten alle an dem langen, an dem langen Haar einfach raus. Da ist ja frische Luft. Kann man ja machen. Oder? Ja. Eddie, wir haben auch noch ein Spiel vorbereitet, oder? Ja. Ziehzeit. Oder Mahlzeit. Ja, Eddie? Ich habe da nichts mehr zuzusagen. Julia,
wir haben dir ein Spiel vorbereitet. Der Eddie ist gerade noch kurz beleidigt, deswegen erkläre ich dir das und vielleicht möchte der Eddie ja dann nachher mitspielen. Ja? Okay. Erklär doch mal das Spiel. Also, wir haben uns zwei Titel von möglichen Stücken ausgedacht und du hast gleich völlige Freiheit, jeweils eine Minute, ja, du kennst unsere Eieruhr, ja, also jeweils eine Minute Zeit, dir zu überlegen und gleichzeitig uns sozusagen simultan in der gleichen Zeit mitzuteilen, wie du dir dieses Stück vorstellst, ja, und der Eddie wird dir jetzt gleich unsere fantastischen Titel entgegenbringen. Genau, und du kannst auch darüber entscheiden, welches Genre. Und es wäre natürlich gut, wenn es im TAS aufgeführt werden kann. Ja, natürlich. Okay, ich wäre startklar. Ich sage den ersten Titel. Mats macht Urlaub, ein Hundeleben in drei Akten. Ihr könnt es nicht sehen. Oh mein Gott. Also erstmal süß. Ich liebe ja Hunde. Ja, also das ist natürlich definitiv ein Kinderstück. Und ich würde das vor mir sehen, so in so einem Comic-Style, also dass das Bühnenbild und alles so in 2D gemalt ist und der kleine Hund auch. Und so ein langhaariger Hund, würde ich sagen, ist das. Und der hat einen Koffer, den er packt, mit seinem Quietscheentchen, mit seinem Lieblingsknochen und alles, was so ein Hundeherz begehrt. Und er zieht aus in die große, weite Welt, weil er Liebeskummer hat. Weil die Hündin von nebenan, darf ich das sagen, die war läufig, aber er konnte nicht. Und deswegen sucht er die tiefere Bedeutung des Lebens und zieht hinaus in die Welt. Ich würde sagen, es ist nicht für sehr kleine Kinder, aber vielleicht so für Zuschauer ab 8. Gut. Wir kommen zum zweiten Titel. Gisela flippt aus. Wechseljahre einer Bäckerei-Fachverkäuferin. Definitiv ein Abendtheaterstück für das TAS-Publikum, was Komödien mag. Ich würde sagen, das spielt auch in Neuss. Und es geht um eine rothaarig gefärbte ältere Dame, die im Mehrfamilienhaus, in dem sie lebt, unglaublich Beef hat mit allen Nachbarn, aufgrund dessen ihren Job als Bäckerei-Fachverkäuferin verliert, weil sie überall Streit anfängt und die einfach so richtig, richtig zickig ist. Und am Ende wird alles gut, weil sie das unglaublichste Brötchenrezept entwickelt, was die Welt je gesehen hat. Und danach wird dieses Brötchen Kassenschlager. Genau, Kassenschlager. Und sie macht ihre eigene Bäckerei-Kette auf. Also, und wie heißt dann die Kette? Genau. Gisis Bäckerwecker. Da ist aber immer Koffein drin in den Brötchen und die Wärme machen dich immer wach. Julia hat ja noch nicht verraten, was in diesem geilen Rezept so drin ist. Sehr schön, cool. Julia. Okay, da wir gerade so im kreativen Flow sind, Julia, noch unsere berühmt-berüchtigte Abschlussfrage. Nämlich, wenn du eine Tasse gestalten dürftest, wie sähe die aus? Die wäre weiß und jeder TAS-Mensch, Mitarbeiter, vorauf, hinter, neben der Bühne, würde auf dieser weißen Tasse mit einem schwarzen Stift eine kleine Kritzelei gemalt haben. Ja, wir sind auch schon wieder am Ende von Kaffee oder Tee, der Theaterpodcast im Foyer. Schön war's, Maren. Total. Ja, nicht nur Maren, Julia. Ja. Ja, das sowieso, das meinte ich ja. Ach so. Du bist ja immer hier. Oh. Was auch sehr schön ist, Julia, Eben. Übrigens. Das glaube ich auch. So, bevor ich weiter, wer weitere Informationen rund ums TAS haben möchte, kriegt diese wie immer auf unserer Website unter www.tas-neuss.de. Wir sind weiterhin auf Facebook und auch auf Instagram mit den aktuellsten News. Am 28.03. ist dann Tina Buntkirchen unser Gast. Sie macht nämlich Kostüm und Bühnenbild.
Also seid gespannt und schaltet gerne wieder ein bei Kaffee oder Tee, der Theaterpodcast im Foyer. Einen schönen Tag euch noch. Danke, Julia. Und Kaffee. Wir trinken jetzt noch was. Einen Kaffee mit Hafermilch. Ja, ich hätte gerne noch einen Kaffee. So einen Hafermilch. So einen Milch, aber auch so einen Schäumer. So einen Schäumer. Ja. Kaffee. Schäumer. Haben wir? Ich habe einen Schäumer.